So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, im letzten Teil haben wir unseren ersten Assassinen-Rekruten bekommen, nämlich Stefan Chaffaut, der übrigens tot ist. Zumindest für eine Zeit lang nicht verfügbar, weil er den Auftrag, auf den wir ihn geschickt haben, nicht geschafft hat. Idiot. Und dann haben wir gegen Ende noch eine Schiffsschlacht gemacht, die ich beinahe verloren hätte. Also das ist alles nicht so wirklich gut verlaufen im letzten Teil. Und jetzt gucken wir uns mal an, was diese Befreiungsmissionen sind. Dazu haben wir nämlich hier eine Kaserne, in der irgendjemand drin zu sein scheint. Taverne war das Wort, das ich gesucht habe. So. Ach, das ist Stefan Chaffaut. Ja, mit denen können sie sich noch unterhalten. Was genau das nochmal bringt, weiß ich gar nicht. Aber wir unterhalten uns erstmal mit ihm. Fahr, wie ist dein Ale? Ist Pisse, aber besser als nichts. Mein Vater wäre angeekelt. Doch nach einem Arbeitstag mit dir muss ein Mann sich dringend entspannen. Mir wäre eine hübsche Flasche Wein ja lieber, aber den Kolonien fehlt es an Raffinesse. Dein Vater? Mein Vater, er war ein großer Mann. Ein Koch in der Armee während des Siebenjährigen Krieges. Marschierte durch den ganzen Weißen Norden und bekochte Montcalm und seine Offiziere. Zauberte Festmahle aus Stöcken und Steinen. Als der Commander in Chief in Quebec die offene Schlacht wählte, statt Mauern zu bemannen, rief man alle zu den Waffen. Auch meinen Vater. Er starb auf dem Feld. Doch ich hörte, er habe tapfer gekämpft. Aber was soll's. Er ist tot. Er wäre sicher stolz. Das ist meine Hoffnung, dass er über meine Entscheidung froh ist. Wir sind es auf jeden Fall, denn wenn er stark genug ist, dann wird er ein guter Assassine werden. Obwohl du gerade den ersten Auftrag vergeigt hast, du Pfeife. Kann er dir noch was erzählen? Connor, hast du Zeit? Habe ich. Gut, ich wollte dich etwas fragen. Wie kamst du zu alledem? Ich habe es nicht gewollt. Ich glaube, es sollte einfach geschehen. Ich traf den alten Mann, als ich noch ein Junge war. Achilles machte mich zum Krieger. So einfach? Mir fehlt die Küche, ist das zu glauben? In dieser Welt hatte ich mehr Kontrolle, als ich in unserer je haben werde. Doch hierbei kommen mehr Menschen in den Genuss der Früchte meiner Arbeit. Und das erfreut mich. Wir können etwas ändern, wenn wir durchhalten. Wir Franzosen aus dem Norden werden nie müde. Frag unsere Frauen. Ih, wie eklig. Okay, jetzt können wir auch nicht mehr mit ihm reden. Das heißt, es war halt nur eine kleine Plauderrunde. Okay, dann gehen wir halt wieder. Ach, dieser weiße Ladebildschirm. Ja, was ich auch noch sehr lustig fand, letztens hat mir jemand, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber unter irgendeinem Assassin's Creed Video geschrieben, ja, Black Flag kommt ja bald und Ubisoft hat schon gesagt, dass es mehr Open World wird und größer als je zuvor und komplett ohne Ladezeiten. Und da muss ich erstmal herzlich lachen, weil ein Assassin's Creed ohne Ladezeiten, das wäre ja wie, ja, ich habe keine Ahnung, wie es wäre, auf jeden Fall wäre es nicht denkbar. Da werden definitiv Ladezeiten sein. Vielleicht nicht. Also das Black Flag soll ja auch für die PS4 rauskommen. Und es kann sein, dass auf der PS4 dann vielleicht weniger Ladezeiten sind. Aber auf der PS3 auf keinen Fall wird das Spiel ohne Ladezeiten kommen. Außer sie machen es sehr geschickt und machen es so wie, ich glaube, das neue Max Payne. Also, was heißt neu? Mittlerweile ist es auch schon relativ älter wieder. Also Max Payne 3. Das hat ja im Prinzip keine Ladezeiten, weil es die Levels immer in den Zwischensequenzen lädt, im Hintergrund. Wenn sie es so machen, dann vielleicht, aber du kannst keine Open World generieren ohne Ladezeiten. So, und ja, wie ihr seht, ich habe mich aufgemacht zu einem Fort, das ich gerne einnehmen will, und die Tür da ist zu. Oh, dann hat es eigentlich gar nicht gebracht, dass ich mich jetzt hab hier erwischen lassen. Wo ist denn dann hier ein gescheiter Eingang? Da stehen doch zwei Wachen. Vielleicht kommt man da so toll rein. Kann ich die eigentlich von oben töten? Stopp. Zumindest einen von denen. Lass ihn nicht entkommen. Aua. Tot. Okay. War das eine Frau? Der hat gerade geschrien so... Oh. Wie eine Frau. Naja, nicht unser Problem. Okay. Ach, dann gehen wir einfach hier im Untergrund durch. Oh, da stehen noch welche. Vielleicht kann ich die unbemerkt ausschalten. Wäre echt nett.
Es wäre unbemerkt gewesen, wenn Connor beide auf einmal gekillt hätte und nicht jeden einzelnen Idiot. Egal, wir haben eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. Die sollten wir uns tatsächlich nicht entgehen lassen. So. Ja, ein paar haben auch schon geschrieben, dass man auch durch den Handel, dieses Handelssystem, was ich nicht benutze, mit gewissen Sachen doch schon ganz schön ordentlich viel Geld machen kann. Aber viele haben auch geschrieben, dass es sich, ja, nur für da, also, ach, scheiße. Nur dafür lohnt, wenn man halt so ein bisschen Geld machen will, aber ansonsten ist es tatsächlich wirklich überflüssig. Da bin ich schon mal froh, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine stehe. Und ja, es gibt zwar diesen Trick, wie man ein bisschen Geld machen kann damit, oder was heißt Trick, diese Art, wie man das halt machen kann, aber ich werde es, denke ich mal, trotzdem nicht tun. Weil da müsste ich mich da erst reinfuchsen und da habe ich irgendwie keine Geduld zu, mich da tatsächlich hinzusetzen für ein paar Minuten und das dann ernsthaft zu lernen. Nee. So, hallo Kollege. Und du bist tot. Der auch. Ich wurde gesehen. Das war nicht gut. Ach, toll. Okay, das war's dann mit dem Unauffälligsein. Was soll's. Werden wir halt wieder auffällig. Können wir auch irgendwie besser als unauffällig. Ja, die Play 3 meinte auch mal, also die Zeitung, die ich immer lese, meinte, dass Assassin's Creed zwar immer versucht, ein Stealth-Spiel zu sein, wo man schleichen muss, aber sie schaffen es einfach nicht. Es ist definitiv kein Stealth-Spiel und da muss ich dem mal wieder vollkommen zustimmen. Also Schleichpassagen oder so konnten die noch nie wirklich gut. Und werden sie eventuell auch niemals können. Dazu müsste man sich nämlich mal Zeit nehmen zwischen der Entwicklung eines Spiels, aber da sie das nie machen. Naja. Okay, so, den Commander haben wir schon mal gekillt. Dann können wir jetzt noch das Lager in die Luft jagen. Ich kann die Kamera gerade nicht bewegen. Wieso das denn? Ah, jetzt geht's wieder. Ein komischer Fehler wieder. So. Okay. Das hätten wir auch. Sehr gut. Und K. Hey. Okay, dann können wir jetzt noch die Fahne hissen. Ach, ist ja direkt hier. Machen wir da auch mal direkt und dann hätten wir schon. So, sehr schön. Fort Hill steht nun unter der Kontrolle der Patrioten. Schön, schön. Gut, hätten wir das auch geschafft. Okay, dann hätten wir hier noch einen Schatz. Und danach gucke ich mal, was hier diese Missionen sind. Denke ich mal. Aber zuerst holen wir uns noch den Schatz, der da irgendwo versteckt ist. Wäre vielleicht besser. Okay, und wir sind auch wieder inkognito. Das ist schon mal sehr gut. Muss ich nicht gleich extra noch die Zettel suchen. Okay, irgendwo da. Ja, könnte schmerzhaft werden, aber ich muss mich fallen lassen. Ah, okay. Hat doch kein bisschen weh getan, weil das ganze Gebiet hier schräg angelegt war. Ne? Und so weiter. So, Leute, ich hoffe, ihr... Na, ich wollte gerade sagen. Ich hoffe, ihr greift mich jetzt nicht an, nur weil ich eine Kiste holen will. Aber... Tja... Man darf ja wohl noch hoffen. Dann muss ich euch halt alle einem nach den anderen fertig machen. Ich meine, da habe ich jetzt auch nicht so das Problem mit. Ne? Wäre ja nicht das erste Mal. So, komm du mal her. Okay. Das hat nicht so geklappt, wie ich es eigentlich wollte. Aber man tut es das schon mal bei Assassin's Creed, ne? So, Commander einfach
auch abgestochen. Zack. Ja, mal wieder ein schöner Doppelkill. Hatten wir schon lange nicht mehr. Die sehen immer recht cool aus. Ich freue mich immer, wenn ich dann so einen per Zufall schaffe. Und bam. Okay, tot. Ja, jetzt ist aber unser Gesuchsstatus wieder sehr hoch. Was mal wieder sehr schlecht ist. Aber es tut man nicht alles für eine Kiste, ne? So. Okay. Sehr schön. Ja, komm schon. Und offen. So, was hätten wir da so Tolles drin? Zerbrochenes Schwertmesser und 750 Pfund. 750 nur ist ja nichts. Gut, dann gucke ich jetzt mal auf die Karte. Wenn die mal laden würde. Oh Gott. Okay, das ist vor. Dann werde ich, glaube ich, mal per Schnellreise kurz hier hinreisen. Da hätten wir nämlich direkt so ein paar Befreiungsmissionen in der Nähe. So, da sind wir auch schon. Muss ich gucken, dass ich hier irgendwas... Ach, ich bin auch wieder in Kopfklo. Das ist ja sehr nett. Und da hinten ist auch irgendwas, was man machen kann. Deswegen laufe ich da mal schnell hin. Nach Mission in diesem Büro. Ja, gut, davon haben wir schon ein paar. Die haben wir schon mal gesehen. Da werden Leute halt erniedrigt und so weiter. Und ja, wir müssen halt den bestimmten Typen hier töten. Und die anderen, wenn wir möchten. Und dann hätten wir das auch schon geschafft hier. So, das sollte dann auch gut klappen. Das sind halt also einfach Sachen, die man nicht unbedingt anwählen muss, sondern die halt auf der Straße passieren. Ne? Und dann hätte man das. So, okay, jetzt ist da ein Symbol in der Taverne wieder. Ist das das, wo wir eben schon waren? Nee, ne? Geh mal rein. Nee, hier scheint... Ah, das scheint jemand zu... Ach, der hier. Ah, okay. Hallo? So, du bist das. Diese Gegend könnte mehr Männer wie dich gebrauchen. Mein Name ist Connor. Das ist ein schöner Name für einen Waliser. Wie ist dein echter Name? Radon Hagedon. Ein starker Name. Benutze ihn doch. Meiner ist Duncan. Ganz einfach. Wenn du genug Zeit hast, dann bitte ich dich, damit weiterzumachen. Diese teuflische Gang muss gestoppt werden. Klar, machen wir doch gerne. Ja. Wie ihr bestimmt schon erahnen könnt, er wird auch einer der Assassinen, aber wir müssen vor ihm, für ihn erstmal dann diese paar Aufträge erledigen und den Bezirk der Stadt befreien. Wie läuft es, Kumpel? Kann ich mir vorstellen, dass du zu tun hast. Hat sich nicht viel geändert, was diese Gang angeht. Das überlasse ich dir. Okay. Gut, dann versuchen wir mal deine Gunst irgendwie zu gewinnen. Weil die könnten uns ja immer nützlich sein, die Typen. Da gucke ich mal auf die Karte, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Aber ich glaube, ups, das hier in der Nähe, das schaffen wir noch. Das müssten wir noch hinbekommen. Und ich habe mir gedacht, in dem nächsten Teil versuchen wir dann mal eine Klunkermission. Weil die relativ cool sind und wir noch keine gemacht haben. So, und da sind sie wieder. Zack. Okay, und den unbedingt töten. Das ist, glaube ich, der Anführer dieser Gruppe. Dieser Gang. Was auch immer. Darf man nicht einfach so davon kommen lassen. Der läuft einfach weg. Was macht ihr da? Oh, diese künstliche Intelligenz, wenn man das überhaupt so nennen darf. Ey, Patriot, wieso greift ihr mich an? Ich habe eben ein Fort für euch erobert. Naja. Ihr wollt es ja nicht anders. Ach du Heilige. Ach, da kommen ja mal mehr. Krieg nichts mehr hin zu kämpfen. Wobei das wieder sehr schön aussah. Ja, da bin ich stolz drauf. Ich hatte ja auch mal einen Fehler, als ich privat gespielt habe. Und zwar sind dann an einem Platz in der Stadt sind unendlich viele Gegner gekommen. Da sind immer neue nachgekommen. Und ich habe die ganze Zeit einfach weitergekämpft. Ich habe zwar schon auch gemerkt, dass das ein Fehler ist, aber ich habe trotzdem, weil ich es lustig fand, einfach weitergekämpft. Und irgendwann lag da so ein riesiger Leichenhaufen. So. Ja, vielleicht war es auch dieser Leichenhaufen hier. Hier geht es nicht direkt weiter. Ah, Leute, wir haben noch keine Zeit. Ach, Gott. Ah, Mann, das geht ja unendlich viel weiter.
Gut, Leute, wir haben aber keine Zeit mehr. Ich werde jetzt versuchen, noch hier den Status loszuwerden offscreen. Und in der Zeit mache ich aber erstmal einen Cut und würde sagen, das war's für Assassin's Creed. Und im nächsten Teil geht's dann hoffentlich besser weiter. Ach, oh Mann. Also bis dann. Ciao.